Hallo Leute, willkommen jetzt zu einem neuen Testvideo, beziehungsweise zu einer Testreihe, wie auch immer. Und zwar testen wir heute einmal von Pyroland die ganzen Mengalo Grande, jede Farbe einmal. Hier haben wir Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb und Lila, Purpur, wie auch immer. Die haben alle 54 Gramm NDM, wenn ich es richtig gedacht habe. Jawohl. 54 Gramm kann man jetzt nicht so gut lesen, egal. 60 Sekunden Brenndauer jeweils. Und dann testen wir die jetzt einfach mal in der Reihenfolge, wie sie hier stehen. Und dann möchte ich jetzt... Und zu sagen wäre noch, dass sie nicht gesponsert sind. Das ist ganz genau, die sind nicht gesponsert, das habe ich selber gezahlt. Die kosten 3 Euro pro Stück, ist im Angebot. Habe ich gezahlt. Genau, und wir fangen jetzt an mit Rot und dann halt die Reihe durch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Test und los geht's. Leute, wir sind hier an so einem Kunstfelsen und jetzt einfach eine Tür. Ist ja gar nicht unheimlich. So mitten in der Nacht. Hauptsache... Nee, ich dachte gerade... Ich dachte gerade, da wäre noch eine Tür. Fangen wir an mit Rot. Ab geht's! Ist ja gar nicht edel. Oh. Alter, wie intensiv ist die Farbe bitte? Oh. Mach mal Licht aus. Hauptsache, deswegen sind wir an diesen Felsen gegangen, damit man das hier so sieht. Ist ja gar nicht edel hier alles, ne? So rot. Unglaublich. Ich will kein SOS hier. Ist ja richtig geil aus, oder? Daniel, darf ich dich filmen? Ich film dich. Ja, film mich. Ist ja gar nicht edel, dieses Rot. Ja, jetzt neigt sich das Rot dem Ende. Das war Mengalo Grande in Rot, meine Damen und Herren. Euch nehmen wir nochmal rüber zu dem Tisch hier. Jetzt kommt als nächstes Weiß. Und auch hier natürlich wünsche ich sehr viel Spaß. Danke dafür, dass der Brenner nicht geht. Unglaublich. Ab geht's. Nein, sieht gar nicht unheimlich aus. Hauptsache so mega edel mit so einem Silbereffekt. Ist unglaublich, wie edel das ist. Wirklich so aus wie so ein Ritual, was jetzt hier gespürt wird. Ne? Wir machen hier ein Ritual mit Pyroland Bengalus. Wer kennt's nicht? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss, wenn ich nicht vergesse, mache ich eine Infocard, welche Farbe euch am besten gefallen hat. Ich sage jetzt vermutlich sowieso, aber wenn ich vergesse, könnt ihr es ja in die Comments schreiben. Ja, Hauptsache immer noch. Jetzt haben wir hier als nächstes Blau. Blau. Ja, ah, jetzt ist blau. Hauptsache mega. Ja, eher ein weißliches Blau. Aber... Sieht nicht edel aus. Auch der Aufnahme sieht viel besser aus. Ja, also sind echt eher so ein bisschen weißlich. Und voll dunkel. Also ist nicht so wirklich hell, ne? Ja. Ja. Also die haben sich nicht sehr viel investiert in dieses Blau. Aber das Blau ist schon mal besser wie von dem Breath of Cut 1, denke ich. Los, ein bisschen. Ich würde auch sagen, ich kann mir ja schon mal den nächsten Pott hier nehmen, weil das Blau ist ja nicht so spannend. Das ist jetzt hier grün. Das kann ich ja hier schon mal bereit machen. Hier seht ihr das Blau ganz im Nahen, ganz von Nahen. Hauptsache ist sogar jetzt schon leer. Kann sein, dass die Brenndauer auch schlechter war? Eigentlich schon, ne? Jetzt gibt's grün. Ich hab irgendwie auch das Gefühl, dass grün geil ist. Sieht ja jetzt schon geil aus. Ja moin, ist ja gar nicht edel. Alter, oh, wie hell, Alter. Das stinkt ja richtig. Guck mal, wie hell das ist. Boah. Los geht's. Doch, ist gar nicht mal so schlecht. Das ist halt eine ganz normale Flamme, ne? Ja. Daniel hat hier noch einen Joghurt. Naja, Triester. Ja, aber willst du eh, dann kannst du mal zeigen.
Nicht, dass wir denken, wir machen hier irgendwas Illegales. Natürlich nicht. Soll ich mal hier rüber nochmal? Was haben wir hier als letztes? Lila, Purpur. Wahrscheinlich wieder relativ edel. Das ist wahrscheinlich wie blau, warte. Ich muss das mal, schätze mal, das wird relativ edel sein. Okay, machst du? Jawohl, wenn du beleuchtest, damit ich sehe, wo die Sonne schon ist. So, die Smoke Fountain. Ah, Smoke Fountain. Jawohl, das ist ein schönes Lila. Sieht man ja gut. Ja, ich mach das mal ein Stück hier hin. Ja, das sieht geil aus. Ja, muss man ein Bild von machen. Nein, kann ich machen. Ja, sieht ja gar nicht edel aus, unglaublich. Nein. Nö. Warte. Also so hell ist es jetzt. Ja, es ist auch schon relativ hell. Ja, das war's. Das war's. Ja. Hier seht ihr, 18 Euro. Normalpreis deutlich mehr. Mhm. Danke, Pyroland, fürs Nichts. Die sind genau gleich groß. Ne? Danke, Pyroland, fürs Nicht-Sponsoren der Artikel. Danke. Nee, Spaß, ich habe auch nicht angefragt. ja, das waren die Bengalos. Durchweg kann man eigentlich sagen, lohnt sich für 3 Euro. Favorit war bei mir jetzt grün. Und, warte, was hatten wir hier eigentlich nochmal? Genau, grün, rot und ja, dann würde ich sagen lila. Und die anderen 3 brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Genau, das war's mit dem Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch zum Glück bestanden. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass mal her. Schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein und ciao. Tschüss.